Erhitzte Gemüter, Tränengas und Handgreiflichkeiten zwischen Soldaten und venezolanischen Abgeordneten an einer Straßensperre. Rund 80 von ihnen hatten sich am Donnerstag gemeinsam mit Oppositionsführer Juan Guaido auf den Weg Richtung Kolumbien gemacht, um Hilfsgüter ins Land zu holen. Brasilien hatte angekündigt, Waren schicken zu wollen. Weitere Güter werden in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta zusammengetragen. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hatte im Streit über die Lieferungen an die Bevölkerung für die Nacht zum Freitag die Schließung der Grenze zu Brasilien angekündigt. Zudem werde erwogen, die Übergänge nach Kolumbien dicht zu machen, erklärte er. Maduro verneint eine Wirtschaftskrise in seinem Land und spricht von einem Versuch, seine Regierung zu untergraben. Unterdessen hat sich nach Angaben der Opposition etwa ein Fünftel der venezolanischen Diplomaten in den USA von Maduro losgesagt. Auf einer Pressekonferenz in Washington D.C. hieß es, 11 der 56 diplomatischen Vertreter des OPEC-Landes unterstützten inzwischen Guaido. Dieser hatte sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten erklärt. Die USA haben sich in dem Machtkampf auf die Seite der Opposition gestellt.